Namaste und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute entführe ich euch in die faszinierende Welt des Stadtpalastes von Udaipur. Taucht mit uns ein in die Geschichte, die Kunst und die atemberaubende Schönheit dieses majestätischen Palastes. Die Nachbildung dieses Elefanten ist wirklich gelungen. Auf diese Weise kann man sich gut vorstellen, wie es früher war, ohne einen echten Elefanten für solche Zwecke zu belasten. Besonders bemerkenswert ist der Kampfwert eines Elefanten, der dem von 5 Reitern oder 15 Fußsoldaten gleichgesetzt wurde. Zusätzlich trugen sie den König in der Mitte des Heeres sowie die Kriegskasse, um die Truppen zu entlohnen. Wir betreten das Eingangstor und ein großer Platz erstreckt sich vor uns. Hier sehen wir die imposanten Ketten, an denen einst die Elefanten befestigt wurden. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Elefanten einst majestätisch voranschritten und den König trugen. Der Palast ist stolzes Eigentum des Maharana von Udaipur, dem Oberhaupt des Sonnenclans der Rajputen. Trägt der Palast das emblematische Wappen mit der strahlenden Sonne, wodurch Udaipur den passenden Beinamen Stadt der aufgehenden Sonne erhalten hat. Die detailreiche Gestaltung der Fassaden, die kunstvollen Bögen, die verzierten Decken und die prächtigen Innenhöfe zeugen von einer kreativen Fusion der kulturellen Einflüsse. Der Palast ist ein beeindruckendes Beispiel für die Mischung verschiedener Architekturstile, darunter Rajput, Mughal, europäisch und chinesisch. In diesem Abschnitt gelangt man nicht ohne weiteres hinein. Hier befindet sich ein Teil des Palastes, der heute ein 5-Sterne-Hotel beherbergt. Weiter hinten befindet sich der Privatpalast des gegenwärtigen Maharajas von Udaipur. Der Toranpol erhält seinen Namen aufgrund seiner Verwendung im traditionellen Hochzeitsritual, bei dem der Rajput-Bräutigam, bevor er den Zenanhof für das Hochzeitsritual betritt, den Toran, eine Krone am Eingang, berührt. Der Palast diente als Residenz der Mewar-Herrscher und hat im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Erweiterungen erfahren. Ursprünglich diente der Zenana Mahal, der Frauenpalast, als Residenz für die königlichen Frauen und ihre Bediensteten. Das Design des Zenana Mahals zeichnet sich durch kunstvolle Schnitzereien, filigrane Gitterarbeiten, farbenfrohe Fenster und verzierte Decken aus. Ein interessantes Merkmal des Zenana Mahal ist ein Pavillon innerhalb des Palastes. Der Pavillon diente den königlichen Damen als Ort der Unterhaltung und Entspannung. Hier befinden sich eine Reihe von königlichen Gemächern, darunter Schlafzimmer, Empfangshallen, Salons und private Gärten, die speziell für die Bedürfnisse und den Komfort der königlichen Damen gestaltet wurden.
Die Mauer, die hier sind, da war dieser fast Elefantenkampf. Ja. Da links von der Mauer stand ein Infall, das ist auch eine, und da haben sie gesagt. Wir haben hier Querelei, jetzt ist verboten. Das war die letzte. Die Mauer ist hier. Viele der Terrassen und Balkone bieten einen malerischen Panoramablick und sind beliebte Orte, um die Schönheit der Umgebung zu genießen. Hier sehen wir einen Rollstuhl. Einer der Fürsten war seit seiner Kindheit darauf angewiesen. Im Hintergrund sieht man merkwürdigerweise ein Pferd, das als Elefant verkleidet ist. In den Schlachten wurden Elefanten eingesetzt. Und da die gegnerischen Elefanten die verkleideten Pferde als Babyelefanten wahrnahmen, waren sie verwirrt und griffen nicht an. In diesem Raum befindet sich eine imposante goldene Maske des Sonnengottes Surya, deren Gesicht von weiblichen Figuren flankiert wird. Aufgrund ihrer Position unter Glas gestaltet es sich jedoch als sehr anspruchsvoll, sie ohne störenden Spiegelungen zu fotografieren. Die Mosaikbilder zeigen Pfauen, die in verschiedenen Tanzhaltungen dargestellt sind und repräsentieren die königliche Verbindung zu diesem majestätischen Vogel. Die königlichen Gemächer, besonders der Shish Mahal, Spiegelsaal, beeindruckt besonders. Auf unserer Reise haben wir in anderen Palästen den ein oder anderen Shish Mahal bewundert. Aber jeder einzelne ist einzigartig. Sie sind mit tausenden von kleinen Spiegeln dekoriert, die das Licht einfangen und einen strahlenden Effekt erzeugen. In Badi Mahal bieten schattige Bäume eine kleine Oase in den heißen Sommermonaten. Sie wuchsen auf einem natürlichen Hügel, der beim Bau des Palastes erhalten blieb. In den Ergern befanden sich einst hölzerne Daubenkäfige. Leider ist der Pool in der Hofmitte heute trocken. Ein weiterer Raum erstrahlt in einem farbenfrohen Lichtspiel, während die Fenster mit rotem, grünem und gelbem Glas gefüllt sind. Inmitten dieses Raumes thront ein majestätischer Thronsessel. An seiner Seite steht ein lebensgroßer Pappkamerad, der ganz in Weiß gekleidet ist und offensichtlich das Abbild eines Herrschers darstellt.
Wir befinden uns nun in den Innenräumen des Frauenpalastes. Dieser Bereich des Palastes wurde speziell gestaltet, um den Frauen des königlichen Harems Privatsphäre und Schutz zu gewähren. Wir durchstreifen die Räume des Palastes und jedes Zimmer ist einzigartig. Dieser Bereich ist mit wunderschönen Wandmalereien ausgestattet. Unser Besuch dieses beeindruckenden Palastes ist eine unvergessliche Reise in die königliche Geschichte von Udaipur. Ein weiteres Highlight des Stadtpalastes ist der Ausblick auf den Pihola-See und die umliegenden Berge. Bei schönem Wetter wäre dieser Ausblick noch atemberaubender. Besonders reizvoll stelle ich mir auch den Sonnenuntergang hier vor. Von hier oben aus betrachtet erscheint der Lake Palace wie ein zauberhaftes Märchenschloss, das im Pihola-See zu schweben scheint. Die marmornen Mauern des Palastes erheben sich majestätisch aus dem Wasser. Trotz des trüben Wetters behält der Lake Palace seine faszinierende Aura bei. Bevor wir den Palast verlassen, passieren wir diese prächtigen Pferde, die zweifellos der königlichen Familie gehören. Jedes von ihnen wird von einem eigenen Pfleger betreut. Wir verlassen nun diesen wunderschönen Palast, der das gesamte Areal von 5 Hektar umfasst. Leider konnten wir nicht alles besichtigen, aber einen Eindruck konnten wir uns verschaffen. Nun begeben wir uns zur Ablegestelle der Boote, die fußläufig erreichbar ist. Bisher hat das Wetter gehalten, jedoch verdunkeln sich die Wolken zusehends. Hier begegnen wir einen Mungo. In indischen Fabel fungiert der Mungo als Beschützer der Menschheit, indem er sie vor Angriffen von Schlangen bewahrt. Vom Ufer aus betrachtet erscheint der Lake Palace inmitten der heftigen Regenfälle wie eine verwunschene Oase, die von den Wassermassen umspült wird. Wir besteigen die Boote und die Regentropfen prasseln auf die Oberfläche des Pihola-Sees. Trotz des widrigen Wetters starten wir unsere Bootsfahrt von den belebten Gates aus. Jetzt hat der Monsunregen etwas nachgelassen und wir genießen die Fahrt trotz des ein oder anderen Tropfens, den wir abbekommen,
da wir ganz vorne sitzen. Während wir über den Regen gepeitschten See fahren, spüren wir die Energie des Monsuns um uns herum. Die Ballastmauer nehmen eine erfrischende Dusche. Bemerkenswert ist, dass der gegenwärtige Herrscher, der 76. in einer ununterbrochenen Abfolge von Merwa-Fürsten ist, was das Haus Merwa zu Rajasthans beständigster Herrschaftsmacht und somit zu einer der ältesten, wenn nicht die älteste Dynastie der Welt macht. Diese Bootsfahrt mag zwar nicht die strahlende Schönheit von Udaipur im Sonnenschein zeigen, aber sie offenbart eine ganz eigene Seite der Stadt. Es war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Lake Palace einige bauliche Mängel aufwies. Als Reaktion darauf wurde beschlossen, den Palast teilweise zu überarbeiten und in das erste Luxushotel von Udaipur umzuwandeln. Als ich den Palast von Boot aus sehe, beeindruckt mich vor allem die Außenfront, die größtenteils aus weißem Marmor gefertigt ist. Nun legen wir am Yacht Mandir an, einem Palast, der auf einer Insel im See erbaut wurde. Er wird auch als Lake Garden Palace bezeichnet. Der Bau begann im Jahre 1551 und wurde schließlich unter der Leitung von Maharana Jagat Singh I. abgeschlossen. Der Palast trägt den Namen Yacht Mandir zu Ehren des letztgenannten Maharanas. Die königliche Familie nutzt den Palast als Sommerresidenz und Vergnügungspalast für Feste. Einst diente der Palast sogar als Zufluchtsort für Asylsuchende. Aufgrund des anhaltenden Regens beschlossen wir, uns mit einer Tasse Cappuccino zu entspannen und keine weiteren Erkundungen zu unternehmen. Ein weiterer erlebnisreicher Tag neigt sich dem Ende zu, während wir die Nacht in unserem Hotel in Udaipur verbringen. Wir freuen uns darauf, euch bei unserem nächsten Video begrüßen zu dürfen
und hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr einen Like hinterlasst.